Also mein größter sind noch die verbuggten Missionen, die manchmal Gamebreaking sind. Hier hatte ich auch. Ach ja, Loti. Gamebreaking Bug behoben. Ich hab's geschafft. Für mich ist Mods tauschen da erstmal nichts gegen, ja. True. Ich würde auch gerne mit meinem 40x40 Frachter gerne über den Planeten fliegen und dann Atombomben unten dran. Ja, das wäre geil. So eine Mischung aus Ela Dangerous und Starfield wäre nett. Ja, richtig. Richtig, Loti. Das wäre es eigentlich. Wie seht ihr das mit den Maps der Städte? Ist okay. Ist okay. Also für die Bandbreite des gesamten Spiels ist es okay. Klar, besser geht immer, aber finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm. Ist da jemand? Ja. Du bist erledigt. Ich habe ganz vergessen, dass ich ja hier noch rumschleiche. Entschuldigung, ich habe noch ein bisschen Bronchitis. Ah. Bin nicht rechtzeitig hinterher. So. Bin eh schon überladen. Will ich da durch? Ich gehe da durch. Huch. Alleine dafür schon. Egal. Oh ja, Schleichangriffe muss ich ja machen. Stimmt, deswegen, ich muss das ja machen. Ah. Ja, die Oberflächenkarte und dass man keine Möglichkeit hat, was ordentlich zu finden. Selbst WoW hatte die Funktion, dass man Wachen fragen konnte und einen Wegmarker zum passenden Ort bekam. Ah ja. Oh, das wäre tatsächlich ein Punkt, ja. Wäre natürlich cool, stimmt. Dann habe ich gar nicht gedacht. Das wäre natürlich ein Punkt. Karten zum Beispiel von Städten wollen die auch irgendwie noch irgendwann noch anpassen. Alles klar. Ich habe mal gelesen, dass ich Bethesda aber auch die Wünsche der Spieler zu Herzen nehmen will und auch mal Sachen später oder vielleicht auch in ganz ferner Zukunft herausbringen will. Ich bin gespannt. Ich lasse mich gerne überraschen. Ich kann das nicht. Du bist. Ja, alles gut, das bin nur ich. Ich pack's nicht. So, ich muss da eh runter. Okay, dann looten wir erstmal hier oben. Das ist es nicht wert. Ey! Ich tue euch nichts. Noch nicht. Ich glaube, das Fliegen ist trotzdem erstmal raus, aber man weiß ja nie. Ja, ich glaube, das wird eher weniger kommen, weil das Universum einfach zu groß ist in diesem Game. Aber wir gucken mal. Das dürfte wirklich schwer werden, das zu ändern, genau. Es ist okay für ein Story-Game. Ich habe mir da auch mehr erhofft, aber es ist auch nachvollziehbar. Es wurde entwischt. Chillt mal bitte. Was war das? Auch keine Angst haben. Ich tue euch nichts. Ich loote nur. Der hätte ich safe nur geboxt, dass er eine Beförderung kriegt. Ja, wahrscheinlich. Hätte ich auch nicht anders gemacht. Genauso schlimm.
Warum? Tschüss. Auch mal ganz kurz pausieren. Das ist zwecklos. Ich bin raus. Nee, lass mich hier durch. Danke. Aber ich habe damit kein Problem, das Fliegen und Erkunden ist schon mehr als genug. Und zeitintensiv, aber Fahrzeuge sind halt wirklich nicht schlecht, vor allem weil die Areale, glaubst du, um die 5000 mal 5000 Meter sind und du circa 45 Minuten in jede Richtung laufen kannst, bis eine Border kommt. Da wäre ein Fahrzeug schon nice. Ja, true. Also Fahrzeuge wäre richtig gut. Das wäre richtig gut. Da hätte ich nichts dagegen. Ich hoffe, dass es auch noch kommen wird. Händler, okay. Technikerin Shibata, momentan im F&E-Labor von Genadyne tätig. Persönliche Notiz. Ich möchte zu Protokoll geben, was ich von Cheftechniker Bayou halte. Die meisten meiner Kollegen halten ihn für unterqualifiziert und inkompetent, aber in meinen Augen unterschätzen sie ihn. Ich habe mich viel mit Bryson unterhalten und finde ihn sehr nett und liebenswert. Richtig, Jason. Landebuchten, Fahrzeuge. Easy. Weil er im Schatten seines Bruders steht, des Verwalters Benjamin Bayou. Das ist schade. Er hat seinen aktuellen Posten wohl gegen seinen eigenen Wunsch zugewiesen bekommen und wurde vor eine unmögliche Aufgabe gestellt. Die ganze Situation ist bedauerlich, aber ich werde die übrigen Techniker in der Abteilung bitten, ihn stärker zu unterstützen. Ich unterstütze dich gleich stärker. Credits. Oh oh. Oh oh. Ich war vielleicht ein bisschen laut. Das ist ein kleines Mistvieh. Das ist es nicht wert. Keine Feinde im Zugbereich erfasst. Gefunden. Das wird auch. Okay, das wird jetzt eklig. Machen die sich selbst kaputt? Ja, könnte ich. Hast eigentlich recht, aber... Das ist doch auch spannend. Ist hier noch jemand? Nö, ne? Doch. Nice. Stimmt, der Dreamlight Valley Update völlig vergessen. Ja, genau. Und Dreamlight Valley ist im Moment auch im Angebot auf Steam, aber leider eben noch nicht kostenlos. Schade. Dann dauert das noch, bis es fertig ist, das Game. Also ich habe schon so 12 Kräfte und weiß nicht, welche Kraft ich nehmen soll. Wobei ich schon 2 Favoriten habe. Ich frage jetzt nicht, welche, weil ich noch nicht gespoilert werden möchte. Ich habe bis jetzt nur 2. Die ich selbst jetzt noch nicht so mag. Das eine ist ja die Gravitation und das andere ist hier mit einer Atmosphäre. Also ich finde beide jetzt noch nicht so prickelnd. Bis 3 und alle 3 gefallen mir nicht. Ja, fühle ich gerade noch, aber es wird hier noch besser. Es wird hier noch besser. Alles gut, würde eh nicht spoilern. Die Kräfte soll man ruhig selbst entdecken. Aber da kommen noch sehr geile, dachte ich mir. Weil irgendwie muss ja anfangen. Ich pack's nicht. Ja, dann pack's nicht. Wäre schlimm, wenn sie mit dem Geilsten schon anfangen würden, ne? Deswegen.
bin ich schon gespannt, was noch kommen wird. Hey, Bro. Wir haben ein Problem. Aufhören. Nicht schießen. Ja, Z ist echt komisch. Wobei, wenn du ihn verschlüsseln und Code willst, kannst du ihn haben. Es gibt keinen Anlass für Gewalt. Jonas, du musst es so sehen. Z ist eigentlich richtig. Eigentlich sogar perfekt. Für die englische Tastatur. Und darauf ist es ausgelegt. Also eigentlich ist es Y bei uns. Und damit wäre es wieder perfekt. Aber, ne, deutsche Tastatur, sie haben es nicht übersetzt auf Y. Deswegen. Ich müsste eigentlich nur umstellen, fertig. Dann legen wir es doch einfach um. Ja, werde ich auch noch. Habe ich auch noch gar nicht dran gedacht, weil ich... Ja gut, die Kräfte habe ich aus erst seit gestern Abend. Niemand mehr da. Gib mir erst den Code, dann überlege ich, ob jemand verletzt wird. Nachdem ich schon viele getötet habe. Sauer auf mich sein. Ich bin auf deiner Seite. Ich will dich nicht reinlegen. Wenn du den Code willst, gehört er dir. Im Moment würde ich alles tun, um mich an meinen Bruder zu rächen. Und er hat sich alles selbst zuzuschreiben. Ich bin sicher, du hast gute Gründe, deinen Bruder zu hassen. Sei nicht so gönnerhaft. Ich bin wirklich kein Musterknabe. Aber wenigstens versuche ich nicht ständig alle übers Ohr zu hauen. Ich habe mein ganzes Leben lang in Bens Schatten gelebt. Für ihn läuft immer alles gut. Während ich von einem Job zum nächsten springe und mich kaum über Wasser halten kann. Die ganze Zeit über lacht er mich hinterrücks aus. Er macht sich gerne über seinen dummen Bruder lustig. Stimmt, das ist Vincent van Gogh. Ich muss mich irgendwann herausfinden. Nee, warte mal, der hat zwei Ohren. Nee, ist er doch nicht. Du solltest alles Zwielichtige, was Benjamin Bayou getan hat, aufdecken. Das würde nichts nützen. Für jede seiner Intrigen hat er eine kugelsichere Ausstiegsstrategie. Der Mann ist praktisch unsterblich. Weißt du was? Ich habe es satt, herumgeschubst zu werden. Jetzt übernehme ich mal die Kontrolle. Der Schlüssel für mein Terminal lautet GEN-41A18. Damit solltest du an den Code kommen und an alles andere. Holst besser raus, richtig. Ich verschwinde von hier. Bist du gar nicht dabei? Wenn du fertig bist, solltest du dasselbe tun. Ja. Alles klar. Danke nochmal für das Gespräch. Tschüss. Hat euch geholfen. Gut. Virus. Ist hochgeladen. Fertig. Auf den Moment, wenn man selbst dumm ist. Ich schaue nun länger dem Stream zu und streame immer meine Xbox auf meinem PC, gehe danach wieder in die Xbox-App und lasse den Stream wieder neu herstellen und wundere mich, warum ich mich nicht bewegen kann. Ich schaue auf den Controller und sehe, dass das Licht aus war. Ja, das kenne ich nur zu gut. Uiuiui. Das geht immer viel zu schnell am Ende. Loot, loot, loot. Oh, kann ich nicht kaputt machen. Schade. Da geht schon wieder raus. Hör mal. Wow. So ein Kreis. Jetzt noch mal, was meine Handynummer angeht. Wieso? Was denn, Schatzi? Zugang zur Ebene eingeschränkt. Ich soll sowieso zu Estelle, okay. Estelle, ich komme. Ja, Anruf kam durch mit der neuen Nummer. Das glaube ich in der eingeschränkten Ebene. Ja. Geschränkt. Egal. Muss eh nicht hin. Noch nicht. Warte mal, ich muss mal ganz kurz den Block gucken. 3 habe ich nur geschafft. Okay, der Rest zählte nicht dazu. Na, Basti, was geht? Jetzt bin ich gespannt, welche Antwort du triffst.
Schon im Endgame? Nee, noch lange nicht. Das wird noch ewig dauern. Dann würde ich sagen, wenn du schon so kommst, ne, dann speichere ich mal direkt so ab. Ah, da bist du ja. Was hat dich aufgehalten? Es gibt viel zu besprechen. Es ist offensichtlich, dass du hier bist, um jemanden zu treffen. Zum Glück wurde dieser VIP-Raum unter falschem Namen gemietet. Ich nehme an, dass dieselbe Person dir den cleveren kleinen Virus geliefert hat, den du in Genadines System installiert hast. Wenn du weißt, warum ich hier bin, dann weißt du auch, was auf dem Spiel steht. Nur zu gut. Weißt du, Ehre, wem Ehre gebührt. Dieser Virus ist ziemlich beeindruckend. Ihn zu entfernen, wird mich zehntausende Credits kosten. Sehr gut. Ich werde die Fähigkeiten der Crimson Fleet nie wieder als selbstverständlich ansehen. Wenn du weißt, dass ich von der Crimson Fleet bin, dann weißt du, dass wir es ernst meinen. Und ich bin Geschäftsmann. Also weiß ich, wann ich aus einem Geschäft aussteigen muss. Weißt du, warum? Ah, okay, Schatzi, okay. Weil ich nicht mit Piraten verhandle. Bin ich ja mal gespannt. Sie wissen nicht, was Verpflichtungen und Verträge sind. Oder wie man einen raffinierten Deal abschließt. Doch, das wissen sie. Nein. Für deinesgleichen gibt es nur rohe Gewalt. Erst schießt ihr, dann nehmt ihr euch, was ihr wollt und stellt später Fragen. So mache ich keine Geschäfte. Die Methoden sind nicht anders als unsere. Es mag so aussehen. Aber für jeden Konkurrenten, den ich ins Meer geworfen habe, habe ich zweimal so viele legale Geschäfte gemacht. Ich wollte hier nicht debattieren, sondern ein Angebot machen. Du musst mir nur sagen, wer von dem Virus profitiert, den du hochgeladen hast. Im Gegenzug lasse ich dich diese Stadt lebend verlassen. Finanzielle Vereinbarung wäre doch mein cool. Mein lieber Freund, du kannst mir unmöglich genug Geld geben, andersrum, um du gibst mir Geld auszugleichen, die das verursacht hat. Ich fürchte, du musst deine Quelle preisgeben. Ich war's. Echt jetzt? An der Geschichte willst du festhalten? Na gut. Neon Security wird sehr bald eine Leiche entdecken. Eine mit konkreten Beweisen, die dich mit dem Mord in Verbindung bringen. Du hast wohl etwa eine Stunde, um zu verschwinden, bevor ein Preis auf deinen Kopf ausgesetzt wird. Ich nehme an, unsere kleine Vereinbarung ist damit beendet und du verlässt unsere schöne Stadt. Ich komme wieder. Oh, wenn du zum Schlüssel zurückkehrst, richte Neva und Delgado meine besten Grüße aus. Ich schlage vor, du verlässt die Stadt schnellstmöglich. Er ist ja unverwundbar. Deswegen meinte ich bin mal gespannt. Ja. Ich komme wieder, mein Kind. Ich komme wieder. Du musst das war jetzt... Okay, das war jetzt nicht das, was ich erwartet habe. Das war ja jetzt noch harmlos. Schade, schade. Gut. Hier kommt das, was ich erwartet habe, nochmal anders. Egal. Er hätte jetzt einfach seinen Bruder nehmen können, dann wäre er einfach angepisst gegangen. Ja, aber vielleicht brauche ich den noch. Wer weiß. Aber so schlau ist sein Bruder ja gar nicht. Das kann er doch nicht glauben. Die Crimson Fleet ist im Moment überall, breitet sich in den besiedelten Systemen wie ein Virus aus. Diese Piraten nisten sich in den alten Anlagen ein. Das Syndikat ist zurzeit ziemlich dreist. Wird schon wieder. Nehmen wir es doch, aufgrund der ganzen Quests, die wir hier sowieso noch brauchen. Eigentlich ja, ne? Na gut, dann nehmen wir den
Bruder. Ich denke jetzt gerade eher an andere Geschichten, weshalb das jetzt unpraktisch wäre. Aber eigentlich wäre es cool, verbannt zu sein. Ich glaube, Neon Security sucht bereits nach dir. Hat er den Schnellspeicherpunkt hier verändert? Ah, da bist du. Es ist offensichtlich. Ich nehme an. So. Nur zu gut. Weißt du, ich werde die Fee. Und ich bin Geschäftsmann. Also weiß nicht, ob also Dauerverband, aber wenn wahrscheinlich Geschäft immer wieder Kopfgeld muss. Und die Security würde dich weißt verfolgen, du, warum? Ja. Aber das wäre. Weil ich nicht mit Piraten verhandle. Für die anderen Quests schwierig gerade. Nein. Würde ich nicht auf 100% spielen wollen, würde ich das erhalten, aber so. Hm. Das höre ich öfter. Ich wollte hier nicht debattieren. Du musst mir nur sagen, wer von dem Virus. Mein Bruder. Bryson. Interessant. Und ich dachte, mein lieber Bruder sei einfach ein Feigling. Hm. Vielleicht habe ich Bryson unterschätzt. Egal. Um den kümmere ich mich schon noch. Du wirst sterben. Also keine Ahnung, was los ist, aber das hat's klang kleine gut. Vereinbarung ist damit beendet. Ein wunderschön Timor, wie geht's dir? Unsere schöne Stadt. Oh, wenn du zum Schlüssel zurückkehrst, richte Neva und Delgado meine besten Grüße aus. 3,2 Millionen Kopfgeld. Ja, warum nicht? Wenn man alle erschießt, ja. Ja, ist okay. Man kann auch alles im Spiel mit Geld klären. Habe auch über 31k Kopfgeld bei den Piraten. Werde die dann bezahlen, wenn ich da weiter questen will. Ja. Hätte man sicherlich auch so lösen können. Bin ich wieder falsch gelaufen. Er hat denn auch seine Bude als Boss direkt neben dem Aufzug. Zum Weg. Ach ja. Na, Timur. Alles fresh? In der Unterwäsche. Oh, wow. Muss mal kurz zu Atem kommen hier im Game. Bin ja mal wieder überladen. Das ist so Standard. Ich glaube, ich werde erstmal zur Handelsaufsicht, wenn die jetzt schneller kommt. Mein Geduldsfaden ist dünn. Oder ich gehe generell jetzt zur Handelsaufsicht erstmal. Da hinten ist es schon. Hey, Bro! Was geht? Ist, wenn es zu heiß für dich ist, können wir. Und ich dachte, du vergott. Ah, du hast mal wieder ziemlich wenig Kohle. Gar nicht gut. Ja, komm, das ist in Ordnung. Okay, zisch ab. Hab zu tun. Ja, ich auch. Ich warte hier einfach mal 48 Stunden. Ah. Genau, außer die natürlich wegen Quests nicht erschossen werden können. Was wieder ziemlich doof ist. Ich mach das doch so gerne. So. Ja.
auch versehentlich mal in den Raum eine Granate geworfen und damit zwei Leute gekillt. Ja, es geht leider zu schnell. Oder aus Versehen geschossen, weil ich den Dialog schnell weitergeklickt habe und dann habe ich ein bisschen zu weit geklickt und dann, naja, es sind Dinge passiert, über die möchte ich jetzt nicht reden. War ein bisschen peinlich. Ach, warte mal. Ist unsere Begleiterin nicht eigentlich noch drüben? Ich hoffe, die kommt dann mit, wenn wir wegfliegen. Ich habe sie stehen lassen im Gebäude. Ja, wenn du was transportieren willst, bist du... Dein Geld nehme ich immer. Ich nehme auch dein Geld. Nein! Ach, ist egal, die Waffe brauche ich nicht. Ist eh Schmutz. Da werde ich schon eine bessere finden. So. Gut, warten wir nochmal. Bist du fertig? Ich habe von allen immer nur gehört, dass Sarah einem immer auf den Keks geht und das ist auch meine Erfahrung mit ihr. Ja, same, same. Ich mag sie überhaupt nicht. Ah, finde sie anstrengend. Zu sehr Moralapostel. Viel zu sehr. Also im Spiel ist sie meine Ehefrau. Ja, soll ja mit ihr aber auch am einfachsten gehen. Also am naheliegendsten. So rum. Nicht am einfachsten, sondern naheliegend. Egal, was man macht, sie ist immer dagegen, extrem am Moralapostel und extrem leicht zum Ausrasten zu bringen. Ja, true. Deswegen habe ich sie gar nicht mehr dabei. Ach nee, warten. Wieso stehe ich da immer auf? Egal, was... Ja. Mir gerade. Also ich mach's meistens trotzdem und sage dann, dass es mir leid tut und mach's trotzdem wieder. Und so geht das immer wieder. Auch nicht schlecht. Brauchst, wenn es zu heiß für dich ist, wenn du Geld hast. Nee, die Frage ist, hast du Geld für mich? Alles klar. Gut. Wenn du noch was findest, bring es mir gern vorbei. Ja, richtig. Bethesda Games kann man immer schön austricksen. Das stimmt. Skillbox kannst du auch verkaufen. Die Werte bleiben trotzdem. Ach so. Dachte, die hauen ab. Aber die wiegen ja nichts. Alles gut. Ich dachte, die muss man behalten. Damn, Solas Place. Sexy ohne Ende. Ah, jetzt ist sie unten. Ja? Nein, ist, sie ist hinten. Aurora ist nicht nur eine Droge, sondern ein Mut. Nein, so weit sind wir noch nicht.
Schmuggeln? Nee, 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 das machen wir noch nicht. Du erwartest mich in deinem Schlafzimmer? Gut, dass du wieder da bist. Finde ich gut. Tut mir leid wegen der Benjamin Bayou-Sache in der Astral Lounge, aber es ging nicht anders. Die Dreistigkeit dieses selbstgefälligen Mistkerls sucht ihresgleichen. Unfassbar. Allein der Nerf-Faktor, den sie mir bringt, ist mir zu viel. Da habe ich lieber wen anders dabei. Ja, fühle ich. Habe ich schon gemacht. Sie bleiben auch, wenn man die auf den Boden wirft. Habe ich bei meinem mit plus 5 Tragekapazität gesehen. Stimmt, damit hätte ich es testen können. Stimmt. Ist sie nicht schön, die Überladungstechnik? Mechanik? Ja, sie ist mega schön. Kann sie Kunst mitnehmen und zur Trade Authority bringen? Ich weiß, aber... Es geht mir darum, um das Achievement für Schmuggeln. Das, ich könnte jetzt dort verkaufen, klar, aber möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Das wäre kein Schmuggeln. Das ist nicht das Achievement. Das habe ich schon zigmal gemacht. Das habe ich schon mehrfach gemacht. Tja, also... Aber das zählt halt nicht. Willst du etwas sagen? Was ist passiert? Nun, ich habe gehofft, wir würden deine Rückkehr mit ein paar Drinks und einer Menge Aurora feiern. Ich wollte gerade anfangen zu feiern. Da gab Boone Morgan mir den Tipp, Bayou sei mit einigen Schlägern von Neon Security unterwegs nach unten. Ich bin sicher, dass ich ihn nur knapp verpasst habe. Sind viele gute Sachen zurückgeblieben, verdammt. Ich bin damit fertig geworden. Das habe ich schon gehört. Bryson so in die Pfanne zu hauen. Autsch. Ah, nice. Du hast sogar einen mit Schutz. Ich noch lange nicht. Das dauert noch. Es war für die Crimson Fleet. Also kommt es uns allen zugute. Das hilft dir vielleicht nachts zu schlafen, aber mir bringt es nicht viel. Seit Bayou den Virus markiert hat, kann ich keinen Zugriff auf das System riskieren. Meine ganze Arbeit, um Janet einzuknacken, ist weg. Jetzt sitze ich in der Patsche. Die Vorarbeit für diesen Job hat mich einen Haufen Geld gekostet. Und ich kann nicht alles zurückzahlen. Zurück auf dem Schlüssel lege ich vielleicht ein Wort bei El Delgado für dich ein. Ja. Das ist ziemlich cool von dir, aber ich weiß, was er sagen wird. Tut mir leid, Estelle, das war dein Plan. Du stehst allein da. Glaub mir, er wird keine große Hilfe sein. Ich hatte gehofft, du würdest verstehen, was ich fragen wollte. Aber was soll's. Ich werde einfach fragen. Kannst du mir etwas von dem Geld abgeben, das du bei diesem Job verdienst? Ich meine, ich habe dich ja reingebracht und dir praktisch die Netzdaten verschafft. Ja, komm. Ich weiß das zu schätzen. Wirklich. Aufeinander aufzupassen macht die Fleet stärker, weißt du. Wie viel bist du bereit abzugeben? Komm, hier, gönn dir. Das ist perfekt. Das wird bestimmt helfen. Vielen Dank. Na gut, ich denke, wir sind hier fertig. Sag Delgado, falls er mich jemals brauchen sollte, bin ich immer noch für ihn da. Und hey, du wirst von mir kein Neuling mehr hören. Yes. Was mich betrifft, bist du jetzt einer von uns. Das Herzblut... Einer von uns! Einer von uns! Sollte jemand das anders sehen, schick die Person auf ein Wort zu mir. Ah, sexy. Was hast du als nächstes vor? Ich hörte, auf dem Schlüssel spitzte sich zu. Also fliege ich vielleicht mit meinem Vogel hin, um mir das anzusehen. Gerüchten zufolge hat Delgado ein paar handfeste Informationen über Cricks Vermächtnis, von dem er seit ein paar Jahren erzählt. Wenn daran auch nur ein Funken Wahrheit ist, will ich dabei sein, wenn Shinya Foss die Beute aufteilt. Wenn du verstehst, was ich meine. Hat Bayou deine Pläne, den Virus zu benutzen, komplett durchkreuzt? Durchkreuzt? Nein. Ich hatte gehofft, er bliebe langfristig in Janadines Mainframe, aber immerhin hat er mich schon mit einer riesigen Datenmenge versorgt. Ja, sehr gut. Nix weiß wirklich, was er tut, obwohl er mir etwa 6 Monatsgehälter in Rechnung gestellt hat. Mit etwas Glück habe ich meine Kosten im Nu wieder drin. Alles klar. Leg ein gutes Wort bei Delgado für mich ein, ja? Mach ich. Nimm dir einen Stuhl und trink was. Trink du doch was. Ich bin beschäftigt. Ah, richtig gut. So. Aber wir können ja eigentlich... Ich bin ja nicht überladen im Moment. Details, wir können ja schnell Reisen machen. Nee, nach Krux. Zur Krux.
Schon eine heftig lange Storyline. Druck normalisiert. Wir haben angedockt. Wenn man jetzt bedenkt, wir sind jetzt heute 6 Stunden hier schon dran. Und gestern noch einige Stunden. Und wieso ich jetzt abdocke, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Also, 10 Stunden kann man schon sagen für diese Questline. Muss mal schauen bei meinem Frachter, wie viel von den 13 Cargo ich da schilden kann für Schmuggeln. Oh, das wird richtig interessant. Was ist los? Hier ist die Hölle los, Neuling. Delgado braucht dich schnellstmöglich mit Jazz in der Reparaturhalle. Geh doch selbst reparieren. Hat jemand eine Kartoffel zu lange in der Mikrowelle gekocht? Oh, das ist urkomisch. Du bist ein echter Komiker, weißt Danke. Du das? Ich weiß. Und nun ab in die Reparaturhalle. Und Andrea hat's los! Gefallen. Okay, 14.000 Credits. Ich hab nichts gesagt. Ich komme. Im Auge des Sturms. Frag Jazz nach Schiffsupgrades. Ein Piratenschiff braucht eine Persönlichkeit. Du brauchst eine Persönlichkeit. Du hast noch nicht meinen Namen. Also. Was will der denn? Was ist los, Jazz? Du bist sicher, dass die Abwehrbatterien einsatzbereit sein werden? Nein, ich bin nicht sicher. Sie sind in wirklich schlechtem Zustand, der... Ich bewahre diese Station mit Klebeband und Spucke vor dem Auseinanderfallen und du willst, dass ich ein Kaninchen aus dem Hut zaubere? Ich will keine Ausreden hören. Ich will hören, dass das Problem behoben wird. Punkt. Erledige es. Ist ja gut, bin schon dabei. Würdest du vielleicht aufhören, hier rumzustehen und die Daten des Verteilernetzes übergeben? Sag mal! Es war nicht einfach, da ranzukommen, weißt du? Wow. Wirklich? Ja. Weißt du, was auch nicht einfach ist? Sich Beschwerden und Ausreden anzuhören. Von allen. Alles klar, ich hab's kapiert. Gib mir schon die Hardware. Also gut, hör gut zu, denn ich will das nicht zweimal sagen. Wie wir hören, versammelt die UC Systev sich irgendwo in der Nähe für einen Angriff auf den Schlüssel. Wir bereiten uns auf ihre Ankunft vor. Bitte flieg direkt nach Bennock 4 und bring Kriegs Vermächtnis heim. Woher weißt du, dass die Systev sich für einen Angriff sammelt? Ich habe eine sehr zuverlässige Quelle beim MEST. Man war dort so besorgt, dass die Bedrohung real ist, dass man die Informationen sofort an uns weitergegeben hat. Ich hab gerade gesehen, dass der Frachtraum ein Extra ist. Das heißt, erstmal die ganze Frachte umbauen. Ach, scheiße, das ist übel. Das ist übel. Sag mir genau, was ich für dich tun soll. Jazz, leg los. Also gut. Als erstes werde ich die Daten, die du von Jennerdine gestohlen hast, in die Datenbanken des Schlüssels hochladen. Du musst nur ein Verteilernetzmodul bauen und in deinem Schiff installieren. Oh, und wenn du es noch nicht getan hast, musst du auch das Comspike-Modul installieren. Ist das alles? Und ich dachte, das wird eine Herausforderung. Sobald dein Schiff bereit ist, springst du zu Bannock 4, gehst an Bord der Legacy und bringst uns das Geld. Was ist, wenn nichts da ist, wenn ich nach Bannock 4 komme? Bete lieber, dass das nicht der Fall ist. Denn dann wären wir erledigt. Im Sinne von keine Crimson Fleet mehr. Das wäre übel. Wo brauche ich die Schiffsmodule, die ich Alles brauche? Alles Nötige für Reparatur und Bau von Schiffen findest du unten in Jazz-Bereich des Schlüssels. Wenn du Fragen zu den Modulen hast, wird sie alle Antworten haben. Muss es einen Haken geben? Natürlich gibt es einen Haken. Dachtest du etwa, das wäre einfach? Ja. An Bord der Legacy musst du nach 2 Transfermodulen Ausschau halten. Das sind spezielle Schlüssel für den Zugang zum Tresorraum des Schiffs. Wenn du das Kontrollzentrum gefunden hast, schließ den Datenkern an, den ich dir gebe, und lade alles runter, was sie haben. Und bevor du auf die Schnapsidee kommst, mit dem Geld abzuhauen, die Währung wird stark. Stimmt, wo sind denn die beiden? Nur ein Genie wie Shinya wird diese Verschlüsselung knacken können, also bring es sofort hierher zurück. Warum brauche ich 2 Transfermodule, um den Tresorraum zu öffnen? Weil die Galbank-Schiffe so viel Geld transportierten, dass sie nicht mal ihren eigenen Crews vertrauten.
Was ist, wenn Shinya die Verschlüsselung nicht knacken kann? Ich habe noch keine verschlüsselte Währung gesehen, die Shinya nicht innerhalb von Stunden manipulieren konnte. Ich meine, der Typ schließt seinen Körper direkt an die Mainframe an. Er isst und atmet den ganzen Tag Zahlen. Nein, der macht mir keine Sorgen. Kannst auf mich zählen. Ja, das hoffe ich doch. Hör zu, ich werde es dir ganz einfach machen. Ja? Landet das Geld irgendwo anders als auf dem Schlüssel, spüre ich dich auf und reiße es dir aus den toten Händen. Und jetzt los. Okay. Ohne Cricks Vermächtnis brauchst du nicht wiederzukommen. Speicher mal richtig ab. Ich muss diese Abwehrbatterien online bringen, also fass dich kurz. Hilfst du mir bei meinem... Nee, warte mal. Der Comspike verfolgt und entschlüsselt verschlüsselte Signale. Solange du eine Transponder-ID hast, kannst du so ziemlich alles verfolgen. In der Datei aus dem Gerbank-Archiv war der Transponder-Code der Legacy, den ich in dein Navigationssystem einprogrammieren werde. Du musst nur in die Nähe von Bannock 4 kommen und der Comspike zeigt dir automatisch das Ziel an. Nettes Spielzeug, was? Absolut. Talernetzmodul? Du weißt ja bereits, dass das Verteilernetz ziemlich raffiniert ist. Es absorbiert extreme Spannungen und wandelt sie in nutzbare Energie für Neon um. Die Version für dein Schiff kann immer noch eingehende elektrische Energie absorbieren. Zum Beispiel das EM-Feld um Bannock 4. Aber sie kann die Energie nicht speichern. Stattdessen zerstreut sie die EM harmlos von der Hülle weg. Und verhindert, dass dir alle Stromkreise an Bord durchbrennen. Und ich wette, als netter Nebeneffekt wird dein Schiff etwas widerstandsfähiger gegen EM-Waffen und seine Schildregeneration wird erhöht. Du Glückspilz. Kann ich mir echt glücklich schätzen. So, Abwehrbatterien des Schlüssels. Es gibt drei Abwehrbatterien, hochleistungsfähige militärische Weltraumgeschütztürme, die im Dreieck um den Schlüssel angeordnet sind. Sie waren Teil der ursprünglichen Abwehrmaßnahmen der UC für die Station. Ziemlich effektiv. Sie können feindlichen Raumschiffen großen Schaden zufügen. Gut ist, dass die Batterien ein unglaublich breites Feld abdecken, sodass sie Schiffe, die den Schlüssel erreichen wollen, von jedem Vektor aus abfangen können. Schlecht ist, dass die Technik 100 Jahre alt ist. Sie gehen ständig kaputt und es ist verdammt teuer, sie in Betrieb zu halten. Gut. Kein Problem. Die Verteilernetzdaten sind im System vorhanden. Sollten leicht zu installieren sein. Okay. Heißt das dann unter Ausrüstung? Ja. Gut, dass ich für sowas hier Platz gemacht habe, theoretisch. Am Spike. Und Verteilernetz. Perfekt. Einfach mal 12 Shielded Frachträume gebaut. Nice. Nice, nice. So. Alles dran. Oh, jetzt muss ich aber Bericht erstatten. Das finde ich aber scheiße. Ich möchte nicht Bericht erstatten. Ich möchte für die Crimson Fleet agieren. Neuling. Nö. Ich gebe dir gleich Neuling. Sprich mit Estelle.